Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal Boss der Bartercam. Jetzt gibt es ein weiteres Video und zwar habe ich euch im letzten Video gezeigt, wie Spike hier in der UVB-Lampe drin gesteckt hat, um an mehr UVB-Licht zu kommen. Ja. Da habe ich gesagt, oh, hier seht ihr ihn nochmal aktiv. Er ist wirklich besonders aktiv zurzeit. So aktiv sieht man ihn nicht in sonderlich vielen Videos von mir. Da draußen könnt ihr sogar noch etwas Schnee sehen. Ne? Hier ist ein bisschen Schnee, da schneit es ganz ordentlich. Hier im Terrarium ist natürlich da definitiv anderes Klima. Trockener und wärmer. Und zwar geht es heute darum, diesen beiden Thermosocket, sogar der Plus-Reflektor, Plus-Reflektor einzubauen. Die habe ich noch übrig. Die hatte ich aber nicht eingebaut, weil ich nicht dachte, dass es notwendig sei. Und zwar gerade eben vor 2 Minuten, bevor ich das Video noch angefangen habe, hat der Spike sich schon wieder hier dran gehängt an die UVB-Lampe und dann dachte ich, jetzt ist es soweit. Ich will nicht, dass er es auch da drüben versucht irgendwie, auch wenn es dort schwerer ist. Und sich dort eben Verbrennungen holen kann, wie auch einer in den Kommentaren geschrieben hatte von euch, was ich sehr gut finde. Von daher werde ich jetzt hier mal dafür sorgen, dass hier etwas mehr Platz herkommt, dass ich euch die Kamera eben hier herstellen kann und somit dann die Reflektoren anbauen kann. Ja, und dazu nehme ich euch einfach mal mit hier, ne? Und dann können wir da zusammen eben das Terrarium ein bisschen upgraden. Das Video dient jetzt vor allem der Information, dass man eben weiß, dass ein Reflektor ziemlich wichtig ist. Zudem kann ich euch das empfehlen. Das kostet bei Amazon etwa 25 Euro. Gibt es auch noch als Pro-Version. Kostet, glaube ich, etwa 30 Euro. Die hier waren damals von sich aus schon teurer. Da waren die noch teurer. Und ja, genau, dann führen wir das jetzt einfach mal durch. Ich habe hier extra das Gimbal hingestellt und das Mikrofon angeschlossen, dass man mich auch immer gleich gut und gleich laut hört. Als nächstes zeige ich euch einfach die Reflektoren, die ich jetzt da dran montieren werde. Die sind einfach so ein Clip-System, die kann man da ganz einfach dran befestigen. Moment, die halten jetzt schon ineinander hier etwas. Muss ich versuchen, die irgendwie auseinander zu bekommen. So. Das sind die beiden, niegelnagelneu, nie benutzt. Ja, die dachte ich einfach, wenn nicht nötig, zu verwenden. Das Ganze befestigen wir jetzt hier einfach dran, dass der Spike dann nicht mehr an die UVB-Lampe gelangen kann und ebenso auch nicht an die andere. Wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, dann kann man merken, das ist wirklich 1:1 aufeinander abgestimmt. Und ein gutes Clip-System. Das habe ich jetzt auch schon hiermit befestigt. Ich zeige es euch auch nochmal natürlich in der Nahaufnahme, wie das Ganze jetzt aussieht. Und da hätten wir hier einmal, wenn man es vielleicht sehen kann, ich versuche mal das bisschen zu fokussieren. Genau, da haben wir jetzt den Reflektor an den Thermosocket dran gepackt. Ne? Also was ich euch natürlich auch empfehlen kann, ist dieses ganze Paket hier so zusammen zu kaufen. Das ist direkt montierbar und an die Steckdose zu schließen mit der Lampenfassung aus Porzellan. Wirklich in ein paar Minuten bereit. Und da braucht ihr dann wirklich nur noch eine Lampe, die ihr natürlich auch alles in meiner Videobeschreibung immer findet. Da könnt ihr euch gerne mal auf Amazon ein bisschen rumstöbern lassen. Das ist ganz gut. Ich habe euch eigentlich alles verlinkt, was ihr für Terrarienzubehör benötigt. Ja, da bekomme ich eine kleine Provision, wenn ihr mich vielleicht so unterstützen möchtet. Es kostet natürlich nicht mehr, es ist lediglich eben ein Prozentsatz drückt Amazon ab an mich dann. Das ist eine ganz coole Sache. Ja, ich habe euch wie gesagt alles verlinkt. Jetzt werde ich euch nochmal hier mitnehmen. Natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil der Spike jetzt da noch dran hockt. Natürlich, ne, der Gauner. Ich werde euch jetzt wieder hier hinstellen und zwar ins Terrarium dieses Mal rein. Ne, dann könnt ihr das von noch näherem anschauen. Und seinen Kopf könnt ihr auch. Ich mache mal seinen Kopf scharf, bis ich das Ganze montiert habe.
Das mache ich jetzt mal, ohne ihn hier am besten zu berühren oder so. Ja, ist ein bisschen heißer hier, muss ich auch ein bisschen aufpassen. Und jetzt haben wir das Ganze geregelt. Jetzt kann ich das scharf machen und ihr seht, der Reflektor ist schon montiert. Ja. Das Bike wundert sich natürlich jetzt ein bisschen, was geht da ab, was geht da vor sich. Was macht er da ohne meine Erlaubnis in meinem Zuhause? Und ist dann natürlich ganz neugierig. Nächstes Mal kann er sich natürlich da einhängen. Ne? Da ist ja jetzt so ein Gitter, der Reflektor. Und das Bike, vielleicht hängt er sich ja da ein. Ich schaue auf jeden Fall jetzt noch demnächst mal nach, was für eine Option ich da nehmen kann, dass ich da vielleicht irgendwas anbauen werde, dass das Bike ein bisschen weiter auch nach links gehen kann, dass er da auch sich gut unter der UVB-Lampe bestrahlen lassen kann. Ne? Das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall ist er jetzt geschützt und ihm wird nichts mehr passieren. Und auch ihr könnt jetzt dieses Produkt bestellen, wenn ihr möchtet. Natürlich keine Werbung dafür, aber auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr das möchtet. Ja, also es ist bei mir vor allem nötig hier, weil es alles sehr knapp ist und der sich da auch wirklich immer reinhängt. Habt ihr in meinem letzten Video gesehen. Ja, genau. Das war es dann von mir auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es läuft noch alles. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe hier natürlich wieder das Gimbal am Start. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, eine positive Bewertung oder schreibt in die Kommentare, was ich verbessern könnte oder irgendwelche Vorschläge oder wie ihr das Video fandet. Ne? Wenn ihr findet, eure Freunde und Verwandte sollten dieses Video auch zu Ohren und zu Augen bekommen, könnt ihr es gerne teilen, da würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, bis denn. Bleibt gesund und viel Spaß mit euren Bartergaben. Bye bye Leute, ciao.